Weißt du, wie du hochkommst, Rudi? Nö, und ich habe auch kein Stamina und du rennst da von dem Terry weg. Ja, aber den Weg da hoch, den müsstest du doch finden, oder? Da gibt's Ja, eigentlich ja. nur einen. Wo ist das andere Terry jetzt hin? Das bringe ich gerade, Kai, das verfolgt mich gerade. Und ich Was bin für ein gerade Level? 55. Ja, wo ist das 140er hin? Keine Ahnung, vielleicht haben die das getötet, irgendwie, die Leute. Aber auch ein 55er Terry ist von Anfang nicht schlecht. Ja, aber das 140er hat schon so viele Pfeile gefressen. Er ist mittlerweile eh wieder runter auf 0, das Torpa von dem. Die verlieren sehr schnell Torpa. Ja, wir haben konstant drauf geschossen, auch wenn wir gestorben sind. Wir haben es immer abgewechselt. Ja, aber ihr seid jetzt schon seit 5 Minuten oder so nicht mehr dran. Ja. Vorsicht, da kommt Terry jetzt, ne? Ihr müsst die eigentlich einfach nur einbauen, dann ist es total easy. Ja, hast du was zum Einbauen? Ihr müsst Steinpiller bauen. Ja, hast du welche? Ja, ist jetzt nicht so der Akt, die zu craften. Ich frag ihn nur, ob du welche hast. Ja, das klang aber sehr provokant. Nein, ich frag ihn nur, ob du welche hast. Nee, aber kannst ja welche craften. Wie gesagt, das ist kein Ding. Kalte das Ding gerade. Ihr müsst das jetzt machen. So, wir haben ein bisschen Zement dabei, aber sonst Rama. Der ist wieder da. Eben auch auf meiner Hand ist. Okay. Ich werf mal das Zeug hier in die Smithy rein. Hallo, hilft mir! Könnt ihr nicht helfen? Habt ihr keine Betäubungspfeile? Ich betäub doch nicht ein freilaufendes Terry. Warum denn? Wir können doch kiten hin und her. Ja, aber einfach einbauen wäre einfacher. Ja, aber wir sind zu viert. Wir werden es wohl schaffen, einen Terry zu viert zu tamen. Hilfe! Jungs, Mädels, Captain! Ja, ich komme. Ich muss erst meine Armbrust noch reparieren. Das wäre zu kritisch. Wie bitte? Komm mit, Steffen, helfen. Ja, es wird zu spät sein. Bis hier komme ich tot. Ihr hättet ja nicht anfangen müssen. Ich hab's doch nur übernommen. Wir haben gar nicht angefangen. Leckt's schon wieder? Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Ich will doch nur ein Terry haben. Meine Fresse. Ja, wie gesagt, einbauen ist way to win. Bau einfach Steinpiller. 20 Stück und gut ist. Und Stuff wieder. Mach gar nichts mehr, ich baue jetzt nur noch. Wenn mir kein Arsch hilft. Ja, ich bin jetzt da, aber. Jetzt bist du da. Ja, meine Armbrust war kaputt, was hätte ich machen sollen? Einmal drauf schießen? Ja, lol. Noch mehr Narkotik-Pfeilverschwendung? Wer hat hier gepfiffen? Rama ist da, das Problem ist, der liegt genau neben meiner Leiche. Der erkennt meine Leiche so. Ja, ich baue den jetzt gleich ein. Wo ist denn Rama? Der steht hier beim Ding. Ach so, ja, ich habe gerade dich was gefragt, aber das weiß ich jetzt nicht mehr, was es war. Wie heißen die nochmal auf Deutsch? Pfeiler, ne? Ja, genau. Ja, nicht Lehmpfeiler. Wir machen das wie Männer, wir benutzen keinen Pfeiler, Alter. Wir benutzen Pfeile. Ja, wenn wir da mit zu dritt drauf gehen, ist das natürlich machbar. Also dann ist das easy. Wir hätten zu vier drauf gehen können. Ja, Rudi ist doch auch erstmal wieder auf K gegangen. Warum? Ja, Marsch bin ich auf K, ihr Pizza. Dann sag mir, was du tust. Du spielst nicht. Doch klar. Ja, aber du hast die ganze Zeit die Klappe gehalten. Er läuft weg. Er rennt. Er dreht um. Passt auf, dass er nicht die Klippe runterrennt, ne? Ja. Ich bin hier hinten. Ich warte. Er rennt. Ja, ich schieß von hier. Er hat gedodged. Molle! Ah ne, Sandy. Voll. Er liegt. Gut, wenn er an der Wand liegt, ist perfekt. Also wird er auch nicht so einfach gesehen. Was gleich. Was machst du denn schon wieder? Ich dachte, der Molle macht Krach. Boah, ich hätte Bock auf eine Pizza, ey. Ja, ich auch. Hab grad einen Hotdog gegessen, mir reicht's. Habt ihr diese Burger King Werbung gesehen für deren Hotdogs? Die sind so ekelhaft, die Hotdogs, Mann. Hier ist ein Spieler bei mir. Ich hab gerade. Nee, was denn für eine Burger King Werbung? Vor kurzem ein Burger King macht mit Hotdogs, Mann, und die sind so ekelhaft. Okay. Also wirklich. Hat der Typ mich gesehen? Lol, der reitet auf einem Saber, den ich nicht sehen kann. What the fuck, der fliegt? What?
So, was geht denn hier ab, Alter? Der kam auf mich zugelaufen. Das sah aus, als würde der fliegen. Und dann ist er einfach in den Berg reingerannt und war weg. Gleis 9, 3 Viertel mäßig. Hä? So, Gleis 9, 3 Viertel mäßig. Ja. Harry Potter. Jetzt verfolgt er mich wieder. What the heck war das denn, Alter? Vor allem, ich will jetzt gerade eigentlich gar nicht von jemandem verfolgt werden. Ich will einfach nur ein bisschen Opsi holen und mich wieder verpissen. Meinst du, es gibt Momente, wo man verfolgt werden möchte? Ja, es gibt zumindest Momente, wo man fighten möchte, aber das ist jetzt halt gerade keiner. Heck. Ja, hier ist noch ein bisschen was, nehme ich auch noch mit und dann passt. Wenn man das abbaut, kriegt man auch Schwefel. Aber Rama meinte ja, das wäre nur für die Dingens. Von daher uninteressant. Okay. Ich bin quasi auf dem Heimweg. Komischer Typ. Also entweder war das so ein komischer Glitchstein. Also es gibt ja so Felsen, wo man einfach drin liegen kann. Oder der hat gehackt. Junge, der ist halt einfach durch die Gegend gelaufen wie der Vorzeigehacker, den man so sich vorstellt. Lol. Aber ist immer noch nicht besser als AMK, ich schlag dich. AMK, ich schlag dich war echt nice. Ja, das war bisher der beste Tribe-Name. We'll be right back.
So. Ich habe auf jeden Fall Bock, da eine schöne Base draus zu machen. Ich finde den so die Location eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ja, aber dann aus Metal. Und wir sollten jetzt vielleicht mal eher das Ding sparen. Auf was? Auf den. Alter, mir fallen die ganzen Namen nicht mehr ein. Superforge? Ja, danke. Können wir noch nicht drauf sparen? Weil ich bin nicht der Meinung, man sollte eine Superforge vor Turrets haben. Weil wenn du keine Turrets hast und eine Superforge, dann kommt jemand mit einem Raketenwerfer, die Forge ist weg und du hast nichts mehr. Back. Deswegen, ja, ja. Aber mit der Superforge kannst du halt Turrets schneller produzieren. Ja, aber wie gesagt, das, wenn dann einer kommt und das knallt einmal, dann ist die Superforge halt einfach weg. Und da hast du ja auch nichts von. Deswegen so ein paar Turrets hätte ich halt schon ganz gerne vor der Forge. Also mit zwei, drei Stück oder so. Ich fange jetzt übrigens mal an, Electronics herzustellen. Übrigens, draußen die Öfen haben, glaube ich, nicht mehr gebrannt. Hat da mal jemand nachgeguckt? Ja, die brennen alle. Ja? Ja. Okay. Gut, Electronics werden gecraftet. Wie sieht es denn hier metallmäßig aus? Aber es ist kein Metall mehr drin. Also ich denke, wir sollten erst ein paar Turrets bauen, dann Stargates, mindestens eins, um vernünftig Metall und so ranzuholen. Und wir bräuchten auf jeden Fall dann noch ein Ding. Metall. Dingens. Ja klar, wir müssen irgendwoher müssen wir Metall holen können. Hier haben wir halt nichts mehr. Ich weiß halt nicht, inwiefern das hier respawnt. Ist das mal respawn schon? Langsam, sehr langsam. Und nur 2, 3. Okay. Ja gut,